Da steht er noch, er ruht noch. Können wir ihm nicht einfach die Luft rauslassen und das Mähwerk abbauen? Wäre wohl zu einfach, aber erst einmal. Hallo da Seitzen, willkommen zurück bei Alan Wake. Wir müssen jetzt gleich wieder den Mähdrescher besiegen und entweder habe ich noch irgendwas hier auf dem Feld übersehen. Oder, das ist gerade das, was ich mir am ehesten vorstellen kann, wir müssen einfach alles anfackeln, draufhauen und eine Blendgranate haben wir noch, was geht. Wir finden ja auch hier in den Kästen ein paar. Ich würde sagen, wir finden es einfach heraus. Das kann doch nicht wahr sein. Autsch. Das ging schon mal gut los. Der flackert doch etwas, wenn wir auf den leuchten, ne? Das gucke ich mir gleich nochmal an. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt geht uns die Luft aus. Ja, den verzerrt mit doch leuchten. Ich glaube, der braucht bloß besonders viel Licht. Wo fährt denn der hin, ey? Das war die Blendgranate, oder? Nee. Der Typ war hinter uns, deswegen die Verlangsamung. Der zieht noch einen bösen Buben mit. Okay, es war ein bisschen gut. Trotzdem ausreichend war gut. Jetzt überfahr ihn. Kein Kasten, okay. So, die Batterie, die 19, hat sich auch gleich aufgeladen. Wenn wir ja die Batterie einsetzen, hat er nicht volle Ladung. Ah, okay. Einfach nur nicht drauf. Lag ich doch richtig mit der Vermutung. Da die Farm das große Ziel ist, glaube ich auch, dass das hier der letzte Kampf ist in diesem Kapitel, in dieser Folge. Spielfolge, nicht diese Folge hier. Gut, egal, das begonnen. Trotzdem sammle ich erstmal einen anderen Kram, weil die sind hier so langsam auf dem Feld. Okay, die Kisten sind beleuchtet. Es waren noch zwei, ne? Weil hier auch noch der Mähdrescher ist, sind die besonders langsam. Da kommen wir nicht mehr rein. Nee. Revolver voll. Gewehr wüsste ich jetzt gar nicht, aber... Hier ist auch kein Kasten mehr zu sehen. Jetzt heißt es wieder die Silotür für Barry öffnen, wie zu Beginn, bevor wir den Mähdrescher auf uns haben losgehen lassen. Dann besiegen wir die bösen Buben noch und dann geht's weiter. Ich stelle mich schon mal richtig hin. Wobei sieht die Tür ja eher da hinten. Wir müssen ja noch an das Gebäude ran. Er hat sich ja erstmal innen umgeschaut, währenddessen wir uns hier. Er hat sich um diese Brandanlage gekümmert, währenddessen wir uns nach einem Ausgang bemüht haben. Was? Er tötet 60 Milliarden Kühe und Schweine? 60 Milliarden?
Auf zur Silotür. Die Schubkarre greift uns gleich noch an. Das ist wieder so ein wild gewordenes Stromkabel. Bevor wir hier was auslösen, erstmal umgucken, vielleicht finden wir noch eine Seite, eine Manuskriptseite. Da sind wir rein, da ist das Boot drin. Na gut, dann machen wir einfach auf. Al? Bist du das da draußen? Ich brauche den Schlüssel, um Barry rauszuholen. Ja, Schlüssel. Ich bin's. Warte! Ich suche den Schlüssel für die Tür. Jetzt taucht der Erste drin auf. Wetten? Wir haben da was ausgelöst, jetzt ist der hier erst gespawnt. Hey, was dauert da so lange? Hier ist alles verstaubt. Du weißt doch, meine Allergien! Los jetzt, Mann! Wo ist denn der Pappaufsteller, der Starschnitt? Hier geht's lang. Ah ne, da sind wir übers Dach. Ich glaube, wir müssen das Tor gemeinsam öffnen. Das sieht ziemlich schwer aus. Hey, ich glaube, da ist die Farm. Wir sind fast da. Diese Farm ist ein Sammelpunkt für Durchgedrehte. Das ist ja ganz wie zu Hause. Valhalla. Komm schon, noch ein Tor. Wir schaffen das. Kettensäge im Baum, ist aber nicht nett, der arme Baum. Boah, wie groß die Kettensäge wirkt, dann war das doch eine Kettensäge da bei dem Schuppen bei Mähdrescher. Ah, das ist eine Monster-Kettensäge, die ist ja über 1,50 lang oder 1,20, zwischen 1,50, 1,20. Erstmal grob umgucken. Wie das Haus hier abgestützt wird. Dann wollen wir mal reingehen. Vorher gucken wir nochmal an der Seite. Sind aus. Wir sollten nach der Sicherung sehen. Das sind Schuhe, nee. Ach, Raketen. Schwupf. Schallplatte, die man mitnehmen kann? Unten war der Strom aus. Ich musste zum Sicherungskasten. Asgard. Draufleuchten, da kann man es nicht besser lesen. Komm, Al, machen wir die Lichter an, ja? Ist ja schon die zweite Thermosflasche hier in diesem Gebäude. Aber die Raketen, das gefällt mir. Warum ist denn der Sicherungskasten oben? Hier unten war jetzt nichts.
Dieser Ort sieht ziemlich bewohnt aus. Die Andersen sitzen doch in der Klapsmühle. Oh Gott. Ich glaube, die passen in der Klinik nicht so gut auf die auf. Sie hauen öfter ab, um sich hier die Kante zu geben. Ganz im Ernst, diese Typen klingen super. Na, ich nehme lieber die Seite mit, bevor wir hier was auslösen. Das Geheimnis der fehlenden Woche. Wieder zerrissen Alice Schreie die Stille der Nacht. Ich sah mich auf die Hütte zu rennen mit der Taschenlampe in der Hand. Ich folgte meinem früheren Ich. Ich war ein aus seinem Körper herausgelöster Beobachter, ein Zeitreisender in einer aberwitzigen Schnapsfantasie. Das hier war der Anfang, die Nacht, in der Alice verschwunden war. Das Geheimnis, was in der fehlenden Woche passiert war, stand kurz vor der Lösung. Das ist ein Witz, der Sicherungskasten im hintersten Zimmer oben. Naja, sonst hätten sie uns die Manuskriptseite nicht vorher platzieren können, wenn das direkt neben der Tür gewesen wäre, wie man das annimmt. Spielmechanik, die da greifen muss. Hörst du das, Al? Musik? Natürlich. Wir müssen rausfinden, woher das kommt. Das ist die Botschaft, von der die Andersons gesprochen haben. Deshalb sind wir hier. Lady des Lichts? Oh, das muss diese verrückte Lampenlady aus der Stadt sein. Wie hieß sie gleich? Cynthia Weaver. Genau, bestimmt! Lady. Okay. Wir müssen Cynthia Weaver finden. Wir bleiben die Nacht über hier und gehen in die Stadt, sobald es hell wird. Hey Al, es sind noch ein paar Stunden bis morgen. Da können wir uns ausruhen und dazu brauchen wir Drinks. Ach komm schon, Barry, das ist... Ach, was soll's. Okay, so ein verrückter Typ ist halt nicht zu dir, Herr Graf. Hör mal, du bist für mich wie ein Bruder. Ich bin Schriftsteller, Gott, verdammt. Korrekt. Wenn ich mal Lust habe, schreibe ich 10 Bücher pro Jahr und es wären die besten Bücher des Jahres. Das kannst du nicht. Das stimmt, kann ich nicht. Aber ich kann's als Schriftsteller. Die bloß rein in das Zeug. Fühlt sich an, als läuft mir das Hirn zur Nase raus. Ich besorg mir das Rezept von den alten Kreuzer und werde Schnapsmillionär. Ich vermisse sie, Barry. Ich wünschte, sie wäre hier bei mir. Ich weiß. Alles gut. Wir sorgen schon dafür. Aufsteller ist der Böse. Verdammt. Ist das so eine Kamera? Perspektive. Okay. Wo bist du? Hilfe! Alice, ich komme! Alles wird gut! Ich komme! Okay, wir gehen da. Traum im Rausch und doch mehr als das. Es war die Wahrheit, eine unterdrückte Erinnerung, hervorgebracht durch das Anderson-Gebräu.
Ich war dort, ein außenstehender Beobachter. Dies war die Nacht, in der wir nach Bright Falls kamen. Die Nacht, in der Alice verschwand. Ich könnte herausfinden, was passiert war. Welche Macht mich auch zu jener Nacht am See gebracht hatte. Sie hielt mich davon ab, zu gehen. Ich musste bis zum Ende dableiben und herausfinden, was geschehen war. Ich erinnerte mich an meine Sorge, als ich die dunkle Hütte sah. Alice hätte die Lichter nicht ausgeschaltet. Das mit dem Text im Lied war auch nicht schlecht. Alice? Alice! Ich erinnerte mich daran, gedacht zu haben, ich hätte sie kurz unter Wasser gesehen, in die Finsternis sinkend. Ihr hinterherzuspringen war die letzte vage Erinnerung an jene Nacht. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, wie ich hinter dem Lenkrad des Unfallwagens zu mir kam und die ersten Seiten des Manuskripts fand. Ich fand sie inmitten der Schwärze nicht. Ich muss gedacht haben, sie sei ertrunken. Alice! Jagger hatte Alice. Also hatte sie auch mich. Alice! Ich war leichte Beute. Schauen Sie zur Hütte. Ist dort jemand am Fenster? Alice? Vielleicht ist sie ja doch nicht ertrunken. Vielleicht ist sie dort drin. Alice! Ja. Das Dunkel hatte mich berührt. Sie hatte ihre Nägel in mein Hirn geschlagen und mich zu ihrer Marionette gemacht. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht oben im Arbeitszimmer. Alice! Genau, dort befindet sie sich. Bitten Sie um Verzeihung. Alice! Wir werden gemeinsam über diese Sache lachen und sie abhaken. Das hat sie dann wohl auch mit Rose gemacht? Sie waren ein Narr, das zu glauben. Und jetzt hat er geschrieben. Sie ist tot. Ertrunken. Nein! Nein, nein! Sie sind schuld daran, dass Ihre Frau tot ist. Sie sind schuld. Sie wollte Ihnen doch nur beim Schreiben helfen. Sie haben sie umgebracht. Ah! Oh, still jetzt. Es gibt noch Hoffnung. Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Hier besitzt man die Macht, Dinge zu verändern. Sie wollte, dass Sie schreiben. Ich sagen, was zu tun ist. Sie können sie zurückschreiben. Die Geschichte wird wahr werden und alles wird wieder gut sein. Sie hatte alles. Und das Manuskript war das Lösegeld für sie. Ja, ich schreibe. Ich regle das. Ich bringe sie zurück. Ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde alles retten. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen. Um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne. Aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier. Ich bin hier. So steht es geschrieben. Ich brachte das Licht, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich. Es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus.
Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht. Die Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer. Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James Joyce. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Toll. Aber das ist gut geschrieben. Jetzt der Bekloppte wieder da. Der bekloppte FBI-Hans. Ende von Folge, Episode 4. Ob am Ende noch was kommt, wenn man hier die Musik ablaufen lässt. Ich glaube, das finde ich jetzt mal heraus. Thank you.
Gucken, ob jetzt einfach gleich die nächste Episode kommt. Oder ob wir zurück. Bisher okay, bei Alan Wake. Unter dem Einfluss des Dunkels schrieb ich eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Jagger war die Lektorin und hatte dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger und mächtiger machte. Ein Teil von mir war klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Meine Mutter gab mir einen alten Lichtschalter. Den Klicker, hm? Alice ist in einem dunklen Gefängnis. Ich muss dringend zu Cynthia Weaver. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Folge 5. Der Klicker. Wir erwarten eine rekordverdächtige Besucherschar aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir, den Rekord zu brechen, den Watery letztes Jahr mit seinem Hechfest aufgestellt hat. Meine Damen und Herren, ich wurde von einigen Leuten gefragt, was am Hirschfest so besonders ist. Und ich denke, es ist das Folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft. Uns steht eine Riesenparty bevor, aber lasst uns bis morgen noch Ruhe bewahren und die Nacht gut überstehen. Okay? Ich hab es. Jemand wird kommen. Wenn es an der Zeit ist, hat Thomas geschrieben. Es ist von ihm. Der Schlüssel ist die Versicherung. Es ist meine Aufgabe, ihn zu bewahren. Im Licht aufzubewahren. Ah. Immer im Licht. Alle Manuskriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Ich glaube, meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Oh, Herr, das ist nicht gut. Sehr treffend formuliert. Nie wieder Alkohol. Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied, die Lady des Lichts. Was, die alte Schrulle? Wie du meinst, Elle, aber wir sitzen hier fest. Wir werden uns nicht. Ja nicht mal befragt. Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Na? Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick, ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los! Zurück in die Zelle, Stephen King! Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Moment mal. Das kenne ich. Wenigstens ist er weg. Oh mein Gott. Licht. Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. Oh Mann! Ohne Licht haben wir keine Chance! Erstmal lesen. Das sind bestimmt andere Sachen. Nightingale liest das Manuskript. Nightingale versuchte, das Manuskript zu verstehen. Es war seltsam und unzusammenhängend. Die Hälfte davon kapierte er nicht. Aber alles darin mutete wahr an. Er griff nach dem Flachmann, als er die Seite erreichte, auf der stand, wie er nach dem Flachmann griff. Es drehte sich in seinem Kopf, aber nicht vom Schnaps. Das ist irgendwie. Ich kann den Notstromgenerator. Das Spiel ist toll geschrieben. Nightingale wird vom Dunkel angegriffen. Nightingale spürte, dass die Situation außer Kontrolle geriet. Doch wenigstens fühlte sich die Waffe in seinen Händen sicher an. Er war schussbereit, entschlossen, es nur über seine Leiche dazu kommen zu lassen. Und doch zögerte er. Er hatte diesen Moment schon gesehen, ihn gelesen. Das Déjà-vu und das Grauen, dass er eine Figur in einer Geschichte war, erschütterten ihn. Dann brach die monströse Präsenz hinter ihm ein und zog ihn in die Nacht. Fernseher oben rechts in der Ecke, ja, da.
Wo ist die Lampenlady, wenn man sie mal braucht? Ab ins Büro. Gar nicht mal so blöd, wie sie sich die Lampe unter den Arm klemmt. Sieht man nicht oft in Spielen. Hier ihre Sachen. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen Sie von mir? Man kann sie nur im Licht verletzen. Nur im Licht. Ich muss Cynthia Weaver finden. Sie kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht. Okay. Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Na los, gehen wir zurück. Hubschrauber? Nicht, nein, der stürzt ab. Können wir nicht mit einem Sportwagen fahren? Was? Nein. Wir machen den Heli-Start klar. Aber ich habe Freunde, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche ihre Hilfe. Gut. Okay. Nein. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an und teilen Sie eine Nachricht von mir mit. Night Springs. Okay? Oh. Die wissen dann Bescheid. Night Springs, die Fernsehshow? Klar. Oh, hey, dieser Radiofritze steht auf der Liste. Maine. Wer ist Frank Breaker? Ein Verwandter? Mein Dad. Hey, ist das hier eine Geheimgesellschaft? Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Aber Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Okay, gehen wir, Wake. Hinten raus. Mein Kater braucht dringend eine Pizza. Meinst du, ich kann mir irgendwo eine bestellen? Oh Mann, die, die gut sind, die auf unserer Seite sind, die sind alle ziemlich cool. Auch sie. Natürlich. Sie hat uns die ganze Zeit geglaubt, auch als wir abgehauen sind. Was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Von hier kommen wir nicht an den Schaltkasten fürs Tor. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Ich gehe. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckung, okay? Können wir nicht mit dem Auto einfach da durchbrechen? Kann man da immer noch hin? Ja. Ich musste aufs Dach, um auf die andere Seite des zerstörten Tors zu kommen. Ist ja immer noch zu. Feuerleiter. Oh. Die ist auch nicht gerade unauffällig mit ihrer Beleuchtung. Kommen wir. Aua, nicht so leicht dran. Wann habe ich mich jetzt schon wieder verletzt? Ach, hier unten liegt Müll. Ich dachte, es wäre eine Brennnessel gewesen. Gut. Ist hier noch mehr? Klumpen. Da ist schon ein Festwagen mit Bambi drauf. Fresh Seafood. Enlight you can't hurt. Them, ja. You can hurt them. Es geht nicht um uns, das haben wir schon mal gelesen. Jetzt bloß nicht runterfallen.
Natürlich muss hier ein Fleck sein. Oh. Oh. Wieder alle. Schön, dass sich immer der Fortschritt gemerkt wird, den man bei irgendwas anrichtet. Nicht, dass man wieder komplett von vorne anfangen muss mit draufhalten. Nix. Deswegen so. Schöne Aussicht hier, Straßensperre. Nitragro, hey, Pflanzenkram. Ihr Passwort. Night Springs? Wieso das? Das ist ein dummer Witz bei uns, dass Bright Falls damals die Inspiration für die Fernsehshow war. Die Stadt ist manchmal sonderbar, aber noch nie so sonderbar. Sie müssen den beschädigten Schaltkasten überbrücken. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment! Ich wollte jetzt nicht weiter leuchten, wenn sie gerade was sagt, denn... dann versteht man sich schlechter. Wo ist eigentlich unsere Blendgranate hin? Wir hatten noch eine. Hat sich bestimmt der blöde FBI-Agent der Nightingale reingezogen. Unser erster Stopp ist das Rathaus. Da sind die Schlüssel zum Heli. Jetzt kommen böse Buben. Die Nachtschicht kann Krieg sein. Ja, heimliche Geschichte. Noch nicht schießen. Noch nicht schießen. Jetzt schießen. Schön, dann leuchten wir und sie schießt und sparen wir Munition. Sarah Breaker geht aber ab. Oh, Vorsicht. Irgendwo, da es hier gerade mal etwas ruhig ist, machen wir erstmal eine kleine Pause und das lese ich in der nächsten Folge vor. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.